Hallo zusammen, es freut mich sehr, euch hier im Namen von Architect for Future zur heutigen offenen Runde Kreishaus von der Idee zur Realisierung eines zirkulares Gebäudes begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Jordan Couto und ich werde den heutigen Abend moderieren. Genau, der heutige Thema ist das Forschungsprojekt Kreishaus, Klima- und Ressourceneffizienz Suffizienz aus, setzt den Kreislaufgedanken konsequent um. Das Tiny House wurde im September 2021 eröffnet. Anu Gotelek wird in ihrem Vortrag eine Einführung zum zirkulären Bauen geben und aufzeigen, wie sämtliche Kreisläufe, Material, Energie, Wasser und Nährstoffkreislauf auf kleinstem Raum im Kreishaus geschlossen wurden. Anu Gotelek absolvierte im Juni 2017 ihr Masterstudium Zukunftssicher Bauen und arbeitete danach als Beraterin für nachhaltiges Bauen bei Stress und Sommer Schweiz AG in Basel. Im Oktober 2021 wechselte sie ins Planungsbüro Eukos und Pader GmbH in Talwil und ist dort als Architektin und Beraterin für babylonisches und zirkulares Bauen tätig. Seit Anfang 2021 ist sie Projektmitarbeiterin des Kreishaus. Sie ist Babylogin und mit mir und Devi Bühler, die Initiantin und Projektleiterin von dem Projekt Kreishaus, in Vorstandsmitglied im Verband Babio Suisse. Jetzt übergebe ich das Wort an Anuk weiter. Danke für die Einladung und auch die Einführung. Ich teile jetzt meinen Bildschirm. Ich freue mich, euch heute das Kreishaus vorstellen zu dürfen und euch Einblicke in unser Projekt geben zu dürfen. Wir haben uns in dem Projekt mit unterschiedlichen Themen befasst und Ziel des heutigen Vortrages wird auf jeden Fall insbesondere der Kreislaufgedanke sein und auch die Baubiologie. Zuerst möchte ich euch eine kurze Einführung geben in die beiden Thematiken. Wie ihr sicherlich wisst, ist gemäß einer aktuellen Studie des Bundesamtes für Gesundheit entstehen 80 bis 90 Millionen Tonnen Abfall in der Schweiz. Die Baubranche generiert den größten Abfallstrom mit 74 Millionen Tonnen Abfall. Dazu gehören unter anderem Ausbau- und Rückbaumaterial. Aufgrund des heutigen linearen Bauprozesses, bei dem das Gebäude eben noch als Endprodukt zu verstehen ist und damit unzählige Baustoffe entsorgt werden müssen, steht die Bauindustrie heute noch zunehmend unter Druck. An zweiter Stelle stehen die Siedlungsabfälle mit 6,1 Millionen Tonnen. Dies aufgrund des hohen Lebensstandards der Schweiz, womit mit 716 Kilogramm pro Jahr die Schweiz eines der höchsten Abfallaufkommen weltweit hat. Auf dritter Stelle stehen die biogenen Abfälle mit 6%. Diese Zahlen verdeutlichen den enormen Einfluss der Schweizer Bauindustrie auf die Umwelt und das Klima. Es sind demnach innovative Lösungen gefragt, aber auch ein Umdenken. Die Baubiologie bietet in dem Sinne den nötigen Hintergrund an. Unter Baubiologie ist eine ganzheitliche Betrachtungsweise zu verstehen, in der die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen in Einklang stehen und zusammen mit der Nachhaltigkeit im Mittelpunkt stehen. Die baubiologischen Grundsätze sind unter anderem das Wohlbefinden des Menschen, also gesunde Innenraumluft schaffen, Elektrosmog minimieren, aber auch die Umwelt und Ressourcen, wie zum Beispiel durch den Einsatz von natürlichen Materialien oder erneuerbare Energien, aber auch die soziale Gerechtigkeit oder auch die wirtschaftliche Entwicklung. Die Baubiologie bezweckt zudem eine klimaschonende und ressourcenschonende Bau- bzw. Lebensweise und ermöglicht somit eben ein ganzheitliches Konzept und kann deswegen als Ausgangspunkt für eine zukunftsorientierte Bauweise gesehen werden.
Wie ihr sicherlich wisst, in Mitteleuropa halten wir uns 90% unserer Zeit in Innenräumen auf. Wir wissen jedoch erstaunlich wenig über die verbauten Materialien und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Innenraumluftqualität. Zudem gibt es viele Materialien, wo die Inhaltsstoffe, die mit verbaut worden sind, wie zum Beispiel HBCD, gesundheitsschädlich sind, wie zum Beispiel ja, HBCD, welches in Dämmstoffen eingesetzt wurde und erst seit 2015 verboten wurde. Ein anderes Problem ist, dass derzeit fast jede dritte Person in der westlichen Welt Allergieprobleme hat, welches durch Schadstoffe in der Innenraumluft nachgewiesen wird. Es ist umso wichtiger, deswegen ein gesundes Innenraumklima zu schaffen, und dies gelingt unter anderem durch den Einsatz von natürlichen und emissionsarmen Baustoffen. Beim zirkulären Bauen geht es eben darum, dass der Kreislaufgedanke an die Architektur angepasst wird. Das bedeutet also, dass zirkuläre Gebäude umnutzungsfähig sind und flexibel sind, die Bauteile leicht zu demontieren und sortenrein trennbar sind, der Einsatz von bauökologischen Materialien und erneuerbare Energien. Zudem ist es die Betrachtung über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes. Und so werden eben Gebäude zu langlebigen und wertvollen Rohstoffen. Da wir künftig mit viel weniger Materialien für viel mehr Menschen bauen müssen, wird der Kreislaufgedanke nun eine zentrale Rolle spielen, und diesen Gedanken setzt eben das Kreislauf konsequent um. Ziel des Projektes ist es, neben dem Kreislaufgedanken auch neue Technologien zu testen und weiterzuentwickeln, das Bewusstsein für die Ressourcen weiterzuschaffen, aber auch zusammen mit Forschenden und Fachplanern sowie Nutzerinnen weiterzuarbeiten. In Zusammenarbeit wollen wir eben eine großflächige Implementierung anregen und eben Diskussionen. Zudem können darüber hinaus eben Erkenntnisse auf die größere Ebene skaliert werden. Die Idee für das Kreishaus entstand 2013 im Rahmen der Projektarbeit für die Bachelorarbeit von Devi Bühler. Nach einer ersten Finanzierung und Weiterausarbeitung hat Devi zusammen mit Jörg Watter, einem Architekten und Baubiologen von Oikos & Partner, mit der Ausführungsplanung 2019 begonnen. Seitdem wurde das Projekt weiter ausgeführt, und im Juli und August letzten Jahres konnten wir im Kreishaus mehrere Workshops anbieten. Fertiggestellt wurde das Haus im September letzten Jahres. Wie Jordan bereits anfangs gesagt hatte, Devi Bühler ist die Initiantin des Projekts des Kreishauses. Sie ist Umweltingenieurin und arbeitet an der ZHAW als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und sie hat eben zusammen mit Jörg Water das Kreishaus initiiert und fertiggestellt. Interessant für euch ist sicherlich das Projektvolumen. Mit 600.000 bis 800.000 Franken darin inkludiert sind Material- und Entwicklungskosten. Diese machen rund ein Drittel aus, und finanziert konnte das Ganze über Sponsoren werden. Wir hatten 50 Sponsoren, aber auch Crowdfunding, Stiftungen und eben auch die Eigenleistung von der ZHAW und dem Synergy Village. Das Projekt hat eine Größe von 40 Quadratmetern und steht auf dem Grundstück des Synergy Village in Feldbach. Feldbach liegt circa 5 Kilometer von Rapperswil entfernt. Es hat eine Baubewilligung für 5 Jahre. Wir hoffen aber auf Nachfolgeprojekte. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei unseren Partnern und Sponsoren für die vielen Bemühungen und die tolle Zusammenarbeit bedanken. Das modulare Haus besteht aus einer Vollholz-Wohneinheit. Diese ist umgeben von einem multifunktionalen Wintergarten, und im hinteren Bereich befindet sich der Technikraum. Ich werde euch nun weitere Einblicke in das Materialkonzept geben. Unsere Materialien hatten einige Anforderungen, vor allem eben baubiologische Anforderungen. Und zwar sind die Materialien entweder aus nachwachsenden Rohstoffen bzw. mineralischen Rohstoffen, sind aber auch schadstofffrei und lokaler Herkunft,
Wichtig für uns war auch die Langlebigkeit und eben auch die Hochwertigkeit. Wir hatten aber auch versucht, die Sekundärrohstoffe einzusetzen und auch innovativen Materialien eine Chance zu geben. Um die Kreislauffähigkeit der Konstruktion gewährleisten zu können, müssen die einzelnen Bauteilschichten später zerstörungsfrei demontierbar sein und auch sortenrein trennbar. Am Beispiel des Bodenaufbaus vom Badezimmer möchte ich euch jetzt die Materialwahlen näher erläutern. Wir hatten uns zum Ziel gesetzt, dass wir im Bad eine Alternative zum klassischen Fliesenbelag suchen und sind auf eine Recycling-Glasplatte gestoßen. Diese haben wir lose auf eine Holzfaserdämmung gelegt und unterhalb der Holzfaserdämmung gibt es noch zusätzliche Dämmung als Korkschrotgranulat, welches lose auf unseren Vollholzboden gelegt wurde. Ich werde euch jetzt weitere Bilder zum Aufbau der Konstruktion zeigen. Ihr seht hier die Schraubfundamente. Das ist ein betonloses Fundament und beeinträchtigt daher weniger den Boden als ein herkömmliches Fundament aus Beton. Dieses kann später einfach rückgebaut werden und komplett recycelt werden. Die Schrauben wurden hier 12 Meter tief eingebohrt aufgrund der Seelage. Anschließend wurden die Balken von unten auf das Schraubfundament verschraubt und später das Vollholzsystem, welches aus naturbelassenem Massivholz aus Appenzeller Wäldern besteht, verlegt. Das Vollholzsystem wurde nicht verklebt, sondern die einzelnen Elemente wurden nur mit Holzdübeln verbunden. Anschließend haben wir recycelten Korkschrot aus alten Korkzapfen aus der Schweiz lose auf den Boden verlegt und danach eben die Holzfaserdämmung und die Recycling-Glasplatte. Die Glasplatte besteht aus 100% recyceltem Glas und ihr seht hier vielleicht noch so kleine Marmorierungen. Diese entstehen dadurch, dass das Glas eben nur bei 900 Grad erhitzt wird. Und so lässt sich eben die Scherbenstruktur noch weiter darstellen. Hergestellt wurde die Platte übrigens in Deutschland. Noch weitere Eindrücke. Für die Dämmungen haben wir ausschließlich Naturmaterialien verwendet. Ihr seht hier eine Hanfwolle-Dämmung, die wir zwischen die Sparren eingesteckt haben. Für die Hohlräume haben wir unter anderem Dämpfzöpfe aus Schafwolle verwendet. Aber auch sonstige Naturbaustoffe wie zum Beispiel Lehmplatten bieten dem Haus eine Möglichkeit, die Feuchtigkeit aufzunehmen, Temperatur auszugleichen und eben auch Gerüche zu absorbieren. Reused war natürlich auch ein Thema. Hier seht ihr Feinsteinzeugplatten aus Rest- und Ausschussmaterialien. Diese wurden lose auf die Holzfaserdämmungen gelegt und können beim Rückbau einfach wieder eingesetzt werden. Auch die Südfassade besteht aus recycelten Holz und Türen und wurden aus einem Abbruch ganz in der Nähe vom Kreishaus genommen. Wie bereits erwähnt, beim Bad wollten wir auf die Fliesen verzichten und haben auch für die Duschwand eine Lösung gefunden. Und zwar haben wir hier eine Kunststoffplatte aus hochwertigem Hartpolyethylen eingesetzt. Dieses wurde aus recycelten Schneidebrettern verwendet und anschließend auf die Holzkonstruktion verschraubt. Ein Einblick in die Wohneinheit. Die Möbel erlauben eben begrenzten Raum, aber durch die verschiedenen Stauräume, die wir geschaffen haben, gibt es eben zusätzliche Stauraummöglichkeiten. Die Küche ist aus Stahl angefertigt, welcher robust und langlebig ist. Und das Bett wurde maßgefertigt und besteht aus unbehandeltem Holz. Zum Wintergarten, welcher das Kernstück quasi des Hauses ist und eben die ganze Kreislauffähigkeit ermöglicht. Er bietet zusätzliche Wärme- und Schallisolation, produziert Solarstrom, aber auch zusätzlichen Wohnraum für die Bewohner.
Zudem ermöglicht er die Pflanzenkultivierung wie in einem Art Gewächshaus und aber auch die Aufbereitung von dem Wasser und den Nährstoffen. Alle Installationen im Kreishaus sind zentral gesteuert. Die gesamte Anlage produziert 10 Kilowatt Peak Strom pro Jahr und der überschüssige Strom wird in Second-Life-Batterien gespeichert. Auf der linken Seite seht ihr das Süddach, welches mit semitransparenten Modulen ausgeführt wurde, die noch 38% Licht einlassen. Und auf der rechten Seite das Norddach, welches mit seinen rahmenlosen Profilen sich sehr gut in das Dach harmoniert. Ein Einblick in den Wintergarten, genauer gesagt auf die Sitzecke. Diese ist modular. Sie bietet entweder ein Bett für zwei Personen, Tisch mit Bänken, aber auch eine Sitzgelegenheit. Die Materialien sind vor allem vom Grundstück des Synergy Village. Da haben wir unterschiedliche Hölzer gefunden. Aber wir haben auch Recyclingplatten aus gemischten Kunststoffabfällen gefunden. Der Vollständigkeit halber werde ich euch nun über die Wasser- und Nährstoffkreisläufe ganz kurz erläutern. Mit der sogenannten Trockentrenntoilette können wir nicht nur Wasser einsparen, sondern eben auch die Nährstoffaufbereitung schaffen. Diese funktioniert wie folgt. Der Urin und die Fäkalien werden separat gesammelt. Die Fäkalien gelangen nach hinten über ein Vorderband in den Technikraum. Dort steht ein Wurmkompost, wo eben die Würmer die Fäkalien zu Kompost verarbeiten. Und der Urin fließt nach unten in einen Tank unterhalb des Hauses. Dieser wird stabilisiert mit Hilfe zum Beispiel von Zitronensäure und dadurch geruchsfrei. Und mittels eines Urinverdunstungsmodells, wo die ZHW als Prototyp entwickelt hat, können wir eben auch daraus Dünger herstellen. Sowohl Kompost als auch Urindünger dienen uns dann als Pflanzenkultivierung. Für das Frischwasser wird das Regenwasser vom Dach aufgesammelt und mithilfe einer Filterkombination aufbereitet. Dank der Trockentoilette können wir 41 Liter pro Person pro Tag an Trinkwasser einsparen und das leicht verschmutzte Wasser aus Bad und Küche wird eben nochmal aufbereitet und wieder eingesetzt. Ihr seht hier den Prototypen der Wasseraufbereitungsanlage. Dieser wird so zum ersten Mal eingesetzt und weiterentwickelt. Die Anlage hat einen minimalen Wartungsaufwand und basiert auf dem Prinzip der Low-Tech-Prinzipien. Genau, das aufbereitete Wasser kann dann später im Dachgarten aufgewendet werden, zum Beispiel für den Gemüseaufbau. Hier seht ihr auf der linken Seite den Dachgarten, wo wir die Erde vom Aushub genommen haben und auf der rechten Seite Hydroponik, also Kräuter, die wir nur im Wasser anpflanzen. So, weitere Informationen, Baubeschrieb, Konzepte könnt ihr gerne auf unserer Webseite nachlesen. Ihr könnt euch auch für unsere Newsletter anmelden. Nun ein kurzer Ausblick. Derzeit sind wir an der Lebenszyklusanalyse dran und evaluieren die Zirkularität der Konstruktionen. Zudem läuft ständig das Ressourcenmonitoring und wir wollen eben aus der ganzen Erfahrung vom Bauen möglichst viel Lessons learned nehmen für eventuelle Umbauten. Ab März diesen Jahres bieten wir wieder Aktivitäten an, einerseits wieder Führungen und auch Workshops, wo ich euch alle herzlich einlade, für die, die sich weiter zum Thema zirkulärem Bauen informieren wollen. Ich leite den Workshop am 18. März. Wir haben auch wieder Tag der offenen Tür, der wird dann im September stattfinden. Und Testwohnen ist momentan noch eine Warteliste. Sobald diese freigeschaltet ist,
werdet ihr auch dazu informiert. Ich danke euch allen für eure Aufmerksamkeit und stehe euch jetzt für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank für diesen spannenden Vortrag. Ich freue mich jetzt sehr, die Fragerunde zu eröffnen zu dürfen. Ich habe selbst viele Fragen, aber ich möchte erst anderen die Chance geben, Fragen zu stellen. Erstmal auch von meiner Seite, Anouk, merci vielmal für diesen spannenden Vortrag. Super coole Initiative. Ich hoffe, ihr habt da viel Erfolg damit. Ich habe eine Frage, und zwar, das Projekt hat bei uns, auch bei Architect for Future im Chat, damals, als wir davon gehört haben, große Diskussionen ausgelöst. Und so der eine Kritikpunkt war, hey, Einfamilienhaus geht gar nicht, oder? Und jetzt kann man natürlich sagen, das ist ein Testhaus. Also das finde ich voll okay. Oder jetzt machen wir ein Testhaus. Man kann ja jetzt aber nicht ein Test-Mehrfamilienhaus bauen. Also kann man das sagen, okay, man macht ein kleines Ding. Meine Frage ist aber so, wie skalierbar sind denn diese eingesetzten Technologien und Konstruktionen? Wird es schon irgendwo großflächig in weiß ich nicht, größeren Überbauungen, im besten Fall großflächigen Sanierungen, Nachverdichtungen eingesetzt? Und wenn nicht, was sind denn die Schwierigkeiten oder wie kann man das überwinden? Mhm. Das würde mich sehr interessieren. Skalieren. Genau, skalieren ist ein großes Thema. Deswegen fangen wir erstmal klein an. Also wir sagen uns, generell ist alles skalierbar. Man muss natürlich gucken, lohnt es sich zum Beispiel einen Wohnkompost, so wie wir den jetzt im kleinen Format hatten, wie kann man den später auf eine Siedlung skalieren? Da lohnt es sich dann, ein Gesamtkonzept zu erstellen. Wir haben jetzt im Detail noch nicht gesprochen, auf welche Größe lässt sich das skalieren. Da sind wir aber gerade dran, auch Recherche zu betreiben. Welche Möglichkeiten gibt es? Natürlich wollen wir jetzt nicht, dass überall kleine Kreishäuser gebaut werden, sondern es ist effektiv effizienter zu sagen, auf größere Ebene zu skalieren, entweder in Form von Genossenschaften oder einem größeren Projekt. Aber inwieweit wir jetzt was vorschlagen können, da sind wir noch nicht dabei. Wir haben auf jeden Fall die Erfahrung gemacht oder wollen eben mit dem Kreishaus zeigen, dass, so wie wir das umgesetzt haben, vieles auf größerer Ebene skalierbar ist. Und es hat eben organisatorische und strukturelle Hürden, also die ganze Bauleitung, die Schnittstellen mit den Handwerkern, aber auch Garantien. Und das ist natürlich, wenn man es auf größerer Ebene skaliert, wieder ein schwierigeres Thema. Aber seid ihr da dran? Also habt ihr irgendwie, weil ich kenne ganz viel so kleine, coole Pilot Projects und die sind ja dann nur relevant, wenn sie skalieren, oder? Mhm. Architects for Future ist ein bisschen auch ein Numbers Game, oder? Also am Schluss, es geht natürlich um die Qualität, aber mich würde jetzt interessieren, ob ihr irgendwie mit der Wohnbaugenossenschaft XY mal gesagt habt, hey, für euer nächstes Projekt möchten wir euch beraten und da ein fünfgeschossiges, I don't know, und da gibt es da schon so Gedanken oder? Ja, also das Projekt, so wie es jetzt steht, ist bis Ende diesen Jahres geplant und wir sind aber am Überlegen, was könnte das Nachfolgeprojekt sein? Und das wäre sicherlich ein Ansatz und da müssen wir uns jetzt als Team Gedanken machen, wie gehen wir jetzt voran, wie wollen wir das weitertreiben? Wie du sagst, gehen wir jetzt aktiv auf Genossenschaften oder wie auch immer zu, um da gemeinsam ein Konzept auszuarbeiten. Momentan haben wir das noch nicht gemacht, aber das sind die nächsten Schritte, ja. Merci vielmal, Anouk. Ich habe gerade noch eine zweite Frage, wenn ich darf, Jordan. Und zwar die Frage ist ganz plump. ist dieses Projekt netto null? Und wenn es netto null ist, kannst du definieren, was du mit netto null meinst? So eine große Diskussion, alles muss jetzt netto null sein. Und würde mich interessieren, ist das netto null? Und was meinst du, würdest du damit meinen? Ja, ob es netto null ist, das ist wieder eine schwierige Diskussion. Von den Materialien her haben wir versucht, so gut wie möglich darauf zu reagieren, vor allem eben aus nachwachsenden Rohstoffen. Produktion von den Materialien, wir können momentan dazu noch keine Aussage treffen. Wir wollen erstmal unsere Lebenszyklusanalyse betrachten und dann erstmal dazu äußern, sagen wir mal so.
Genau. Okay. Merci. Mattia hat auch eine Frage. In welche Energieeffizienzklasse fällt das aus? Beziehungsweise Energieverbrauch Kennwert. Das Haus ist ist nach dem Passivhausstandard gebaut worden. Alles, was jetzt die ganzen Energiethemen angeht, bin ich nicht so ganz involviert gewesen. Wir können auf jeden Fall sagen, dass eben mit der Solaranlage, die 10 Kilowatt Peak pro Jahr herstellt, dass wir überschüssigen Strom auf jeden Fall im Sommer haben werden und den ans Netz speisen können. Die Frage ist natürlich, wie ist es im Winter? Da konnten wir bisher von unserer eigenen produzierten Energie wohnen. Wir müssen aber auch hier sagen, dass das Haus ein Testwohnhaus ist, wo Personen 2 bzw. 4 Nächte übernachten und daraufhin eben noch nicht konkrete Aussagen treffen können, wie weit wir eben mit der produzierten Energie auskommen. Aber das versuchen wir eben auch über das Monitoring und wir wollen natürlich auch, wenn wir dann ein Jahr das Haus mal im Betrieb haben, schauen, wie sind die Verbrauchswerte, wo gibt es Optimierungen, wo könnten wir eben, was haben wir gut gemacht und immer wieder können wir noch was lernen. Dann Annika Wagner. Also, ich würde nur gerne wissen, wie die breite Masse von Downgrade, wie zum Beispiel Trockentrenntoilette, überzeugt werden soll. Innovationen sollten aus meiner Sicht den Anspruch haben, den heutigen Komfort nachhaltig zu gestalten. Ansonsten bleibt es ein Nischenobjekt für das Ecos und wird der derzeitige Wohnungsbau nicht beeinflussen, was schade wäre. Also für die, die ein bisschen skeptisch sind, könnte ich vorschlagen, meldet euch doch für die Führungen an oder fürs Testwohnen und probiert die Trockentrenntoilette selber mal aus. Also ich hatte die Möglichkeit, eine Nacht mal im Kreishaus zu übernachten und ich muss sagen, okay, es ist vielleicht ungewöhnlich, das Förderband so zu betätigen oder dass eben jetzt keine Wasserspülung kommt. Aber das heißt nicht, dass es eben jetzt minderwertige Qualität hat. Ganz im Gegenteil finde ich, dass die Trockentrenntoilette von hoher Qualität ist. Man muss sich eben in dem Sinne offen sein, für neue Produkte auszuprobieren und eben auch der Innovation eine Chance geben. Aber wir sind davon überzeugt, dass solche Produkte dann auch Erfolg haben werden. Es ist ja auch, also das Kreishaus ist nicht das erste Projekt in der Schweiz, die Trockentrenntoilette eingesetzt haben. Und von den Verbrauchern, wo ich bisher gehört habe oder Projekte, kamen die sehr gut an. Ja, du hast noch eine Bemerkung bekommen von Annika und schreibt, ich habe eine Campervan, aber das ist definitiv nicht für jedermann. Ja, ich meine, das Thema Suffizienz ist natürlich auch etwas, wo man sich dann vielleicht auch dran wöhnen muss. Offen auch dafür sein, das mal auszuprobieren. Ja. Ja, okay. Dann kommt eine Frage von Jet. Wo kann man sich für den Testwohnen anmelden? Genau, momentan ist es am einfachsten, wenn ihr euch für den Newsletter auf unserer Webseite anmeldet. Sobald die Teilnehmerliste für das Testwohnen eröffnet ist, werdet ihr über den Newsletter Bescheid gegeben. Wir haben nämlich momentan eine Warteliste und können eben euch deswegen noch keine Zugangsdaten geben für die Anmeldung. Meine Frage ist über das Holzbausystem. Kannst du ein bisschen mehr dazu sagen über dieses Holzbausystem? Genau, also wir haben im Kern die Wohneinheit, die besteht aus einem speziellen Vollholzsystem. Das sind
Das sind massive Bretter, die eben wie beim Holz 100-System mit einer Holzdübeltechnik verbunden wurden. Also dieser Holzdübel besteht aus Buchenholz und der wurde dann eben im Werk zwischen nach diesem Schichtaufbau dann so werden die Platten miteinander verbunden. Das ist zum Beispiel jetzt nur für die Wohneinheit und den ganzen Wintergarten. Den haben wir eben mit einer Holzbalkenkonstruktion aufgebaut. Und hier kommt das Holz auch aus der Schweiz. Und wichtig zu erwähnen ist, dass hier alles ohne Leim bzw. falls verleimt, dann eben formaldehydfreier Leim verwendet wurde. Alle Holzkonstruktionen wurden eigentlich miteinander verschraubt. Das ist auch der Vorteil bei einer Holzbauweise, dass man hier eigentlich quasi auf Verbindungen, die verklebt werden, verzichten kann. Ah, ich sehe gerade eine Frage von Leon. Ich glaube, sie schließt auch daran an, und zwar geht die Frage in Richtung der Verbindung und inwiefern sich die meisten der Materialverbindungen sozusagen von selbst erschließen, wie sie konstruiert sind, weil ja teils auch, ich würde mal sagen, eher ungewöhnlichere oder nicht mehr so verbreitete Materialien zum Einsatz kamen oder ob es eine Art Handbuch, digitalen Plansatz, digitalen Zwilling des Hauses gibt, der im Prinzip in Zukunft garantiert, dass nachfolgend Handwerker und Planer wissen, wie einzelne Bauelemente zu ersetzen sind, dass es so auch als ein System gedacht ist. Das ist eine gute Frage. Verbindungstechniken ist natürlich das A und O, um kreislauffähig Gebäude stellen zu können. Und hier ist eben halt der Ansatz wichtig, welche Materialien wählen wir überhaupt und wie sieht die Konstruktion aus? Und in dem Sinne müsste man sich vielleicht einfach mal wieder zurückdenken oder wir versuchen im Büro wieder einfacher zu denken. Also vielleicht weniger Materialien auch einzusetzen und dann wirklich jede einzelne Schicht zu hinterfragen, wie kann ich das danach wieder rückbauen? Und so entstehen dann halt wieder ganz neue Konstruktionen. Man könnte natürlich jetzt auch einen Katalog erstellen, wie die Konstruktionen, die wir jetzt gemacht haben. Das wäre zum Beispiel dann eine Basis. Darauf aufbauen könnte man immer wieder neue Konstruktionen aufbauen. Ich bin der Meinung, dass der Materialwahl und der Verbindung eigentlich nicht, also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, dass es schade wäre, einen Katalog zu erstellen, wo man sich das dann nur raussucht. Also wir wollen natürlich auch dann vielleicht neue Denkweisen fördern. Und du kannst gerne beim Workshop Zirkuläres Bauen am 18. März teilnehmen, weil das ist eines der Themen. Vielleicht hast du da dann eine gute Idee für ein zirkuläres Bauteil. Okay, aber sind die einzelnen Bauteile und Materialien, ich weiß nicht, beispielsweise bei Madaster hinterlegt oder gibt es so irgendwie ein paralleles Gebäude in einer anderen Repräsentationsform sozusagen, abstrakter gesprochen? Nein, noch nicht. Also wir bewerten jetzt die einzelnen Konstruktionen auf die Zirkularität. Ich hatte während meiner Masterarbeit ein Tool entwickelt, wo es eben um diese Bewertbarkeit der Bauteilschichten und Materialien geht. Auf Madaster haben wir das jetzt selber nicht gemacht. Das Projekt ist einfach zu klein. Aber es wäre sicherlich interessant, mit einem Referenzprojekt das abzugleichen oder mit einer konventionellen Bauweise, um zu sehen, wo gibt es vielleicht noch Optimierungspotenziale. Und dann eben auch mit der Lebenszyklusanalyse zu kombinieren. Ja? Okay. Okay. Danke. Ich sehe das. Anna Rodermund, hast du auch zwei Fragen? Wie wird die Abdichtung im Bad ausgeführt? Das ist die erste Frage von Anna. Die Frage wäre Ausführung im Bad an der Wand oder auf dem Boden? Ja, das... Also auf dem Boden. Jetzt schalte ich mich doch mal ein. Ja. Erstmal Dankeschön. Also genau an dem Punkt, wo die Wand auf den Boden trifft,
Normalerweise würde man ja eine Silikonfuge ziehen oder Abdichtungswaren auch noch darunter führen. Und du hattest ja gesagt, da trifft die Glasscheibe auf die Holz, also da ist ja der Bodenaufbau da mit der Glasscheibe, Holzdämmung und dem Kork darunter. Genau, ja. Also wir haben, wenn man aus dem Bad raustritt, also von der Duschwanne her zur Glasplatte, haben wir jetzt kein Silikon verwendet. Aus Erfahrungen auch von Jörg Water haben ergeben, dass es da jetzt nicht unbedingt eine Silikonabdichtung braucht. Und wir haben noch einen Teppich auf den Boden gelegt, auch um auf die Rutschfestigkeit zu gewährleisten. Und wir wollen es einfach mal ausprobieren. Bisher sehen wir jetzt nicht, dass da irgendwie auch das Holz Verfärbungen hat. Deswegen haben wir die Möglichkeit, das hier beim Forschungsprojekt auszuprobieren. Mal schauen, wie die Ausführung in einem Jahr aussieht. Okay, ja, spannend. Genau, du hattest aber auch noch eine zweite Frage. Ja, die zweite Frage war zum Thema Beschaffung der Materialien. Also wie bekommt man gut recycelte Holzmaterialien? Du hast ja auch über Fenster gesprochen. Gibt es da schon organisierte Materiallager oder habt ihr auch so ein digitales Kataster verwendet, was, glaube ich, derzeit in verschiedenen Ländern auch im Aufbau ist? Oder seid ihr einfach von Baustelle zu Baustelle gegangen und habt geguckt, was ihr bekommen könnt? Nein, es ist tatsächlich so, dass wir unterschiedliche Bauteilbörsen verwendet haben. Es gibt 3, 4 verschiedene Bauteilbörsen hier in der Schweiz und da hatte ich während einigen Wochen nach den passenden Fenstern und Türen gesucht. Ja, leider war es dann ganz kurz vor knapp vor der Eröffnung, dass diese Fenster dann nicht mehr zur Verfügung standen und dann mussten wir innerhalb von 2 Wochen eine Notlösung finden. Und durch Zufall hat dann die Devi einen gekannt, der nahe einer Baustelle nahe des Kreishauses, dass da dann die Fenster ausgebaut wurden. Also manchmal ist es auch ein bisschen Glück. aber wir sind jetzt nicht über Baustellen gelaufen oder haben jetzt nicht unbedingt einzelne Kollegen angeschrieben, sondern waren sehr aktiv auf den Bauteilbörsen. Es gibt ja schon einige Adressen hier. Genau. Ja, cool. Also wenn du die noch teilen könntest, das wäre super. Weil ich bin gerade auch so ein bisschen auf der Recherche dazu. Ich bin jetzt nicht in der Schweiz, aber vielleicht hilft das, um einfach mal den Anfang zu bekommen in die Recherche zu diesen Bauteilbörsen. Also in Deutschland gibt es auch, glaube ich, schon einige Bauteilbörsen. Aber ich kann die im Nachgang gerne nochmal im Chat dann aufschreiben. Ja, ja, vielen Dank. Da kann ich ansonsten noch einen Tipp geben. Und zwar City Förster, die haben auch ein Projekt gemacht mit komplett wiederverwendeten Bauteilen und Materialien. Die haben bestimmt auf ihrer Website da auch was zu. Die haben da, glaube ich, auch die Bauteilbörsen benannt. Okay. Okay, cool. Danke für den Hinweis. Gerne. Danke für diesen Hinweis. Jetzt das Max Redmi. Wie genau funktioniert die Lichtregulierung im Wintergarten? Da ja im Sommer Hitze entsteht, wenn viel Licht eindringt. Die Pflanzen allerdings brauchen bestenfalls volle Einstrahlung oder etwas weniger. Wie genau kann man das regulieren? Ja, das ist eine sehr gute Frage bezüglich des Lichtes für die Pflanzen. Wie euch aufgefallen ist, haben wir auf der Nordseite, auf dem Norddach 2 Velux-Fenster. Die lassen eben halt auch noch Licht für die Pflanzen rein. Es ist so, dass wir auf dem Norddach und eben auch auf der Ostfassade viele Fenster haben. Und wenn es im Sommer zu heiß wird, dann können wir alle Fenster öffnen, um dann einfach diese Zirkularität zu gewährleisten und Überhitzung zu vermeiden. Das Haus hat natürlich auch eine Lüftungsanlage, wo dann mit den Sensoren funktioniert, dass es nicht zu Überhitzungen kommt. Aber es kann effektiv sein, dass es vielleicht im Sommer beim
bei den Pflanzen eventuell zu warm wird. Das müssen wir jetzt einfach mal diesen Sommer abwarten. Was zu erwähnen ist, dass eben, ja, wir haben Dreifachverglasung und wir haben zwei ganz spezielle Fenster, Sun-Pattern-Glasfenster sind das. Das ist eine spezielle Geometrie an den Fenstern, die mithilfe von Sandstrahlen eben weniger Licht einlässt und dadurch eben halt im Sommer wird das Gebäude dadurch verschattet. Und so können wir über diese Art und von Weise von diesen Fenstern eben die Überhitzung vermeiden. Wie sieht die Forschung an Kreishaus konkret aus? Was wird jetzt gemessen und wann bekommen dann die Resultate von der ersten Auswertung? Also wir möchten interdisziplinär forschen. Das heißt, auf der technischen Ebene testen wir gerade die Anlagen, erheben die Daten, also die Wetterdaten, den Strom, die Energieinformationen, aber auch Düngerproduktion oder wie funktioniert das Ganze mit dem Wurmkompost. Hier sind wir eben gerade dabei, das auszuwerten, wollen natürlich erstmal das Gebäude ein Jahr in Betrieb halten und Ziel ist es, dass wir eben für den Tag der offenen Tür im September dann auch erste Ergebnisse präsentieren können. Der zweite Aspekt ist natürlich der soziale Aspekt, an dem wir forschen. Sozialer Aspekt mit Sensibilisierung. Also wie kommt das Projekt an, Evaluierung der Führungen, die ganzen Bildungsmaßnahmen. Und das ist natürlich auch sehr wichtig, das mit in die ganzen Bewertungen einfließen zu können. Diese Schnittstellen zwischen Forschung und Interdisziplinarität ist eben, dieses Verhalten zu analysieren, ist sehr wichtig für uns. Du hast gesagt, das wird auch dann der soziale Aspekt ausgewertet. Das heißt, dass jede, die dort übernachtet, kann auch selber dann eine Feedback geben, oder? Genau, also alle Übernachtungsgäste bekommen ein Formular zum Ausfüllen mit Fragen, Feedback geben, aber auch nach den Führungen. Wir machen sowohl private Führungen, Gruppenführungen, aber auch öffentliche Führungen und da wird es dann auch einen Fragebogen geben, um die Führungen zu evaluieren, damit wir dann halt eben auch uns noch verbessern können oder auch generell wissen, wie weit geht die Akzeptanz oder wie weit braucht es noch Informationen. Dann werde ich dann mich anschließen auf die erste Frage von der Hans, oder? Und da gefragt, es ist skalierbar, dieses Projekt. Und meine Frage ist, kann man das Konzept auch auf ein größeres Objekt übertragen? Oder wie dimensioniert ist die ganze Haustechnik? Wie dimensioniert für zwei Personen oder auch für mehrere Personen? Genau, also angedacht ist, also für zwei Personen ist die Übernachtung angedacht in der Wohneinheit. Da gibt es eben das Bett für zwei Personen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass zwei weitere Personen, zum Beispiel im Wintergarten, wo das modulare Möbelstück steht, auch übernachten können als Gäste. Und ja, eben durch dieses multifunktionale Möbel bietet es nicht nur zwei Personen die Möglichkeit, dort zu wohnen, sondern auch mehreren. Es hängt einfach davon ab, was ist der eigene Anspruch, aber auch von der Saison. Also im Winter kann es vielleicht ein bisschen kälter werden im Wintergarten. Und im Sommer hält man sich sehr viel draußen auf. Da kann man natürlich dann mehrere Gäste auch vor dem Kreishaus empfangen und draußen essen. Genau. Ja, okay, danke. Werde so. Vielen Dank, Ahnung, für deinen spannenden Vortrag und vielen Dank an alle TeilnehmerInnen für die Diskussion, für die Fragerunde. Der heutige Vortrag wurde aufgezeichnet und wird zeitnah auf Architect for Future YouTube-Kanal veröffentlicht werden. Das nächste Event wird am 8. Februar stattfinden. Das Thema ist zurzeit noch nicht bekannt, aber es wird zeitnah auf Instagram und Website bekannt gegeben.
Ich möchte euch alle auf die Crowdfunding-Aktion von Architect for Future Deutschland hinweisen. Die Crowdfunding-Aktion wurde am 13.12.2021 auf Startnext gestartet. Ziel ist 53.000 Euro zu sammeln, damit sie feste Stellen schaffen können, um die ehrenamtliche Arbeit von Architect for Future zu stärken. Das Crowdfunding läuft noch bis am 31. Januar. Ihr seid alle herzlich eingeladen, um die Aktion mit einer Spende zu unterstützen. Ich werde jetzt, Leon, danke, hat gerade den Link in den Chat gestellt. Ja, vielen Dank noch an Anouk und vielen Dank an alle Teilnehmer und wünsche alle einen schönen Abend. Wer möchte, kann noch dabei bleiben für den offiziellen Teil. Sonst wünsche ich alle einen schönen Abend. Danke.